Wir haben 2018 unsere Wohnung aufgegeben, um ins Wohnmobil zu ziehen. Wir wollten dabei nur so wenig Sachen wie möglich einlagern und haben uns deshalb von fast allem, was wir hatten, getrennt. Und in diesem Video geht es darum, was wir mit den Sachen gemacht haben und wie wir sie möglichst nachhaltig loswerden konnten. Im ersten Schritt sind wir durch alles, was wir hatten, durchgegangen. Wir haben alles in drei Kategorien eingeteilt. Dinge, die wir mitnehmen wollten auf unsere Reise im Wohnmobil, Dinge, die wir einlagern wollten und Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Dabei sind wir nach Marie Kondo vorgegangen. Das heißt, wir sind durch alle unsere Besitztümer nach Kategorie durchgegangen und haben die dann in diese drei Kategorien eingeteilt. Es war relativ schnell entschieden, welche Dinge wir mitnehmen wollten, denn unser Wohnmobil hat nur 14 Quadratmeter und insgesamt 3,5 Tonnen. Das heißt, da kann man nicht ewig viele Sachen mitnehmen und dementsprechend war das sehr einfach zu entscheiden, welche Dinge wir mitnehmen. Schwieriger war es allerdings zu sagen, welche Sachen wir einlagern würden und welche wir ausmisten würden. Wir haben es dann versucht, so einfach wie möglich zu machen und zu überlegen, welche Dinge würden wir, nachdem wir wieder zurückkommen und in eine Wohnung ziehen, welche Dinge würden wir wirklich genauso wieder haben wollen. Wenn wir sie exakt genauso wieder haben wollten, haben wir sie dann als unter die Kategorie Einlagern gesteckt und welche wir nicht unbedingt so haben wollten, die sind ein Ausmisten. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben nämlich überlegt, dass wir die auch lagern müssten ja irgendwo. Ursprünglich hatten wir uns überlegt, dass wir uns einen Raum mieten, wo wir alle Dinge einlagern, die wir behalten wollen. Und deshalb haben wir nicht nur überlegt, welche Dinge wir wirklich genauso wieder haben wollen. Zusätzlich haben wir noch überlegt, ist es eigentlich günstiger, wenn wir die Teile einlagern oder ob wir sie neu kaufen. Zugegebenermaßen unter dem Nachhaltigkeitsaspekt würde ich heute wahrscheinlich mehr zu einlagern tendieren, als ich es damals getan habe. Aber das war trotzdem ein ganz guter Indikator, ob denn es sich lohnt, etwas einzulagern oder nicht. Nachdem wir alles in unsere drei Kategorien hatten, haben wir uns daran gemacht, die Dinge loszuwerden, die wir nicht mehr haben wollten. Und wir haben angefangen mit den großen Dingen, nämlich unseren Möbeln und ein paar Elektrogeräten. Diese haben wir einerseits bei eBay eingestellt und andererseits bei Xpeng. Und unsere Erfahrung war gemischt, muss man sagen. Zum Schluss sind wir alle Dinge losgeworden. Allerdings hat es eine Menge Zeit und Nerven gekostet. Das lag hauptsächlich an zwei Dingen. Das erste waren viele Preisverhandlungen. Wir hatten unsere Sachen bereits am unteren Ende positioniert. Das heißt, wir haben vorher geschaut, was sind so die Preise, die andere verlangen auf der Plattform und haben uns am unteren Ende dessen positioniert, was andere Leute verlangen. Und trotzdem war es so, dass gefühlt bei jeder Anfrage das erste war, könnt ihr nicht mit dem Preis runtergehen. Nachdem wir das festgestellt hatten und eigentlich keine Lust auf die Verhandlungen hatten, haben wir die nächsten Sachen niedriger eingestellt, noch unter dem Preis, was alle anderen verlangen. Und die Anfragen waren genau die gleichen. Also es lohnt sich nicht, aus unserer Erfahrung, die Dinge mit einem niedrigen Preis einzustellen, denn die Anfragen, ob man mit dem Preis runtergehen konnte, kommen so oder so. Dazu Folge gehabt, dass wir relativ viele Diskussionen hatten, auch mit denjenigen, die sich für unsere Dinge interessiert hatten, was sehr viel Zeit natürlich in Anspruch genommen hat. Hatten wir uns dann mit einem Interessenten geeinigt, der unsere Sachen kaufen wollte und vorbeikommen wollte, kam das zweite Phänomen zu Trage. Und zwar ein Drittel der Leute kam einfach nicht vorbei, und zwar ohne Absagen. Haben wir sie dann angeschrieben, dann kam so wie, oh, habe ich vergessen, oder es kam was dazwischen. Also es gab ganz, ganz viele Gründe, warum sie nicht vorbeigekommen sind. Und das war nicht ein Einzelfall, wie gesagt, es war ungefähr ein Drittel der Leute. Dann war nochmal ungefähr ein Drittel der Leute, die kurzfristigen Änderungen haben wollten in der Zeit. Und ein Drittel der Leute waren wirklich pünktlich da, wann sie eigentlich da sein sollten. Ja, das ist so unsere Erfahrung gewesen. Das Fazit daraus, wenn ihr wirklich viele Dinge loswerden wollt, müsst ihr das mit viel Vorlauf planen. Für unseren Computer haben wir das etwas anders gemacht. Da sind wir nicht auf eBay oder Xpeng gegangen, was ja ein Verkauf von Privatleuten an Privatleute sind, sondern da haben wir unseren iMac an Wir kaufen's verkauft. Das ist eine Plattform, die gebrauchte Computer aufkauft. Früher haben wir unsere Apple-Geräte hauptsächlich über Amazon verkauft. Die haben ja dann aber irgendwann das Programm eingeführt, das lediglich Apple-offizielle Reseller dort verkaufen dürfen. Und deswegen sind wir jetzt auf eine Plattform wie Wir kaufen's gekommen. Und ja, das funktioniert super, auch zu annehmbaren Preisen. Ja, so werden wir unsere Apple-Produkte los. Ich sage jetzt nur Apple-Produkte, weil wir hauptsächlich Apple-Produkte haben. Allerdings nehmen sie auch andere elektronische Geräte, also auch Windows-Computer oder Kameras. Nach der ersten Verkaufswelle haben wir dann die Dinge eingelagert, die wir einlagern wollten. Und da hatten wir Glück. Wir haben jetzt dann keinen Raum mehr mieten müssen, sondern Christians Eltern haben uns einfach einen Kellerabteil zur Verfügung gestellt und da konnten wir alle unsere Sachen reinstellen. An Möbeln haben wir relativ wenig behalten. Wir hatten noch einen Wohnzimmertisch, den wir selbst restauriert hatten und dementsprechend uns sehr wichtig war, ein altes Schränkchen von meinen Urgroßeltern, unsere Kinosessel aus einem alten Kino. Das war es eigentlich, was wir an Möbeln hatten. Dazu hatten wir noch 25 Kisten. Das meiste davon war Hausrat, also Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck etc. Also Dinge, die wir
auch nicht mitnehmen möchten, weil sie zu wertvoll sind, um sie im Wohnmobil zu transportieren und durch das Scheppern kaputt machen zu lassen. Und Bücher. 8 von den 25 Kisten alleine waren Bücher. Ja, ich kann ohne meine Bücher nicht, die sind mir sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir die Bücher auch eingelagert. Nachdem wir dann alles eingelagert hatten, kamen wir zur zweiten Verkaufswelle. Wir hatten in der ersten Verkaufswelle ja hauptsächlich unsere Möbel verkauft. Glücklicherweise konnten wir übrigens unser Bett und unsere Couch noch bis zum Schluss behalten. Die sind erst später abgeholt worden. Und dafür sind wir sehr dankbar, denn wir haben ja kurz bevor wir losgefahren sind, ist unsere Kleine geboren. Und das wäre doch sehr ungemütlich gewesen, wenn wir nicht ein bisschen was gehabt hätten, um ein kleines Nest zu bauen für sie. Die zweite Verkaufswelle, das waren so kleinere Dinge. Die wertvolleren davon, wie zum Beispiel ein Golfset oder Inlineskates, haben wir auch wieder bei eBay und Spunk eingestellt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, zum Beispiel für das Golfset, für unsere Inlineskates jetzt gerade nicht gut. Was wir dann gemacht haben, wir haben einen Wohnungsflohmarkt gemacht. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, einen richtigen Flohmarkt mit alles hin und her zu schiffen, aber das war für uns irgendwie nicht das Richtige, zumal wir auch kein Auto haben, um wirklich alle unsere Sachen auf einen Flohmarkt zu bringen. Was wir stattdessen gemacht haben, wir haben einen Wohnungsflohmarkt gemacht, haben den ausgehängt, dass alle Leute vorbeikommen können, so wie eine Garage Sale im Endeffekt. Promoted haben wir unseren Garage Sale oder Wohnungsflohmarkt hauptsächlich bei Freunden und in unserem Haus bzw. bei den Eingängen der Nachbarhäuser. Wir haben es jetzt nicht auf eine öffentliche Plattform gestellt, weil es doch irgendwie komisch war, wenn ganz viele fremde Leute bei uns in die Wohnung reinkommen, die noch nie was mit uns zu tun hatten. Wir hatten Angst, dass es einen großen Ansturm geben würde. Hätten wir wahrscheinlich nicht haben müssen, denn zum Schluss kamen vielleicht 10, 15 Leute über den gesamten Tag verteilt. Jeder der Leute hat allerdings zum Glück relativ viel mitgenommen, sodass wir unsere Dieselkasse ein bisschen aufbessern konnten. Wir haben dabei übrigens ein ganz witziges Konzept gehabt, wie ich fand. Wir haben keine Preise festgesetzt von den Dingen, weil das für viele Dinge einfach viel zu viel gewesen wäre, dass wir uns überlegen, wie viel was kostet, sondern wir haben einfach gesagt, nehmt was ihr wollt und bezahlt was ihr wollt. Das kam ganz gut an bei einigen. Andere hatten damit ihre Schwierigkeiten gesagt, sag doch, was du haben möchtest. Ja. Muss man halt ausprobieren, ob das so gut für einen selbst funktioniert. Nach der zweiten Verkaufswelle waren immer noch eine ganze Menge Sachen übrig. Und wir haben überlegt, was können wir eigentlich mit den Dingen machen, damit wir sie nicht wegwerfen müssen. Weil das ist total schade, wenn wir die Sachen wegwerfen. Und wir sind dabei auf die Diakonie gestoßen. Die hat hier in München ein Sozialkaufhaus. Und ich nehme das an, das gibt es in anderen Städten auch. Die veröffentlicht eine Liste mit all den Dingen, die sie brauchen. Und dort haben wir dann die Dinge hingebracht, die sie brauchen können. Und die Dinge, die sie nicht brauchen können, haben wir dann leider entsorgen müssen. Sind dann zum Wertstoffhof gefahren und haben alles dann weggebracht, weil es nicht mehr ging. Das waren zum Beispiel Pflanzen und ein paar Bücher. Wegwerfen war zum Glück nur die kleinste Option für die Bücher. Denn ich habe meine Bücher von über 2000 auf ungefähr 600 Bücher reduziert. Und wenn ihr wissen wollt, was ich damit gemacht habe, schaut doch einfach das Video hier an. Ich sehe euch dann dort. Tschüss!